So. Passt? Jo. Da sind wir wieder. Wir machen heute ein bisschen weiter. Jo, okay. Ich habe mal hier angefangen schon mit dem Quatsch. Wie viel habe ich hier drin? Passt. Dann macht ihr mal weiter oranges Material. So. Deswegen sagt das Jo, okay, Zeug werde ich erstmal alles so machen. Hier auf die unschöne Art und Weise. Einfach eine Fabrik befüllen mit Material und dann geht's los. Ist nicht schön, aber selten. So, Basismaschinenrahmen. Dabei brauche ich Eisenzahnräder. Okay. Das heißt, wir werden hier ein bisschen Eisen reinschmeißen. Ne, warte mal. Wir geben erst die. So. Ja, so bestimmt. So. Okay. Dann kriegst du den Auftrag, du sollst bitte ganz normal Eisenzahnräder herstellen. Und du stellst dann bitte Basismaschinenrahmen her. Ich habe mir ein paar Motoren schon geholt. Die stecke ich jetzt hier rein. Sind nicht viele, aber mal ein bisschen was. Ansonsten brauche ich Unicomp und leitfähigen Draht. Unicomp habe ich mir ein bisschen was geholt, zu wenig. Leitfähigen Draht, das wäre das da. Können wir auch reinstopfen. So, jetzt brauche ich noch Unicomp. Da habe ich mir zu wenig geholt, sehe ich gerade. Das blaue Zeug, ne? In seiner reinsten Form. Im fertigen Zustand. Was ist denn hier eigentlich los? Fast nix. Naja. Weitermachen. Okay. So haben wir das. Dann haben wir Unicomp. Dann nehme ich mir gleich ein bisschen was von diesem Durotal Structure Element mit. Brauche ich dann nämlich auch. Genauso wie verstärktes Getriebe. Warum, werden wir gleich sehen. So, ich muss nämlich jetzt langsam mal die Aliens loswerden, das hilft ja alles nichts. So, das brauche ich noch. Ich glaube, damit machen die das schon. Jawohl, Basismaschinenrahmen. So, und dann möchte ich gerne machen den Tigon Maudlin. Der reicht mir erstmal. Den ganz krassen muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Wobei, der geht sogar eigentlich auch. Ah, der kann nichts sein, muss ich mir vorher holen, sehe ich gerade. Na, der bräuchte Stahlträger. Der Broodman. Der hat einen höheren Schadensbonus, aber gut, der hat auch 80% eine höhere Feuergeschwindigkeit als meine Standardtürme. Von daher passt schon. Und das ist schon der Bob-Turm, ne? Der hat 15, 10 plus 5. Und wenn wir jetzt sehen, den Yooki-Turm, der hat von Natur aus schon 15 und dann hat er noch 7,5 plus durch Forschung. Reichweite 420 ist natürlich auch höher als bei dem anderen. Passt schon. Wird hart. Weil die Aliens sind mittlerweile schon was, aber okay. Also ich brauche Tekanik sein. Gut, hole ich mir. Muss ich noch irgendwo... Ja, es sieht mir fast so aus, als ob ich irgendwo noch wieder was aufnehmen müsste. Ne, hier nicht. Wo habe ich denn noch ein Ding drin? Wo verarbeite ich noch Material? Irgendwo verbläue ich hier gerade noch Material. Ich weiß aber nicht wo. Wahrscheinlich hier oben, ne? Nee. Habe ich alle weg? Ach ja, es kann sein. Ja, erst 8, dann 7. Nee. Eigentlich nicht. Hier oben? Ganz oben drin? Ich verstehe es halt gerade nicht so ganz, weil irgendwie... Nee, hier sowieso nicht. Na, hier ist gar nichts drin. Da soll dann die Schlackeverarbeitung rein, genau. Hier. Hier geht's noch was, aber hier verbläue ich auch nichts. Wo ist denn die Kläranlage hin? Ich habe eine Kläranlage gerade irgendwie zu wenig. Verstehe ich nicht. Das ist mir gerade zu hoch. Ne, hier ist es auch kein Problem. Und das Salzwasser kann ich gleich verarbeiten. Auch das ist kein Problem. Hä? Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu hoch. Sorry, ich verstehe nicht, wo das hin ist, weil so viel hatte ich eigentlich nicht weg. Ich müsste gerade noch welche haben, aber ich habe gerade irgendwie keine. So, hauen wir erstmal den Wasserstoff raus. Dass hier wieder weiter produziert wird, mit Sicherheit weiter produziert wird, darum geht's. Das ist Salzwasserelektrolyse, jawohl. Passt. Gut. Noch schnell ein bisschen was machen, bevor ich mir dann das nächste Elend anschaue im Stadion. Was soll's. Als Clubfan muss man leidensfähig sein. So.
Passt. So, kann der erstmal weiter produzieren. Wo ist denn jetzt? Ich verstehe es nicht. Aber gut, was will man machen? Es ist halt jetzt nicht da. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Also hier ist es nirgendwo. Nö, passt schon. Egal. Irgendwo werde ich es wegbläuen. Ich weiß nicht, wo. Passt. Okay, da wird es hergestellt. So, jetzt brauche ich also Tekkanic Sainz. Die holen wir uns jetzt, weil davon haben wir definitiv schon genug. Allein durch die Produktion der Kohlestapel. Kriegt man die ja. Das passt schon. Ja, wir werden hier eine gewisse Produktion aufbauen. Sie wird nicht gut sein, sie wird nicht effektiv sein. Das steht fest. Ja. Sie wird nichts Besonderes sein, aber egal. So, brauche ich gar nicht ganz hochlaufen. Wie viel haben wir denn hier drin? 900 noch was, das reicht doch sogar erstmal. 900 Türme werde ich bestimmt nicht bauen. So, wenn wir schon mal hier oben sind, können wir gleich nochmal schauen, was hier der... Also hier sehen wir, ne, Quarz, Silizium ist voll, Beton ist voll. In den Fabriken ist auch schon hergestellt Beton, auch schon voll. Ja, jetzt wird es echt langsam witzig. Also da geht's schon, da ist schon effektiv das Zeug, aber halt, wie gesagt, es fehlt mir definitiv an Eisen. Da gibt's keine Diskussion drüber. Mir fehlt Eisen. Ja, das ist Schmarrn. Das mal so. Ja, das passt. So, den gibst du mir. Hier haben wir auch 6,3. Brauchen wir da auch nicht drin. So. Hier haben wir 6,9, 6,2. Hier haben wir 6,0. Das ist okay. 5,1 ist okay. Alles gut. Dann können wir uns hier gleich den nächsten mitnehmen. So, dann können wir noch ein bisschen Stahl herstellen. Den ich eigentlich mal dringend brauche. So, hier haben wir 600 drin. Und hier haben wir, ja, ein bisschen mehr noch. Aber das, da habe ich vorhin einiges hergestellt. Ich habe ein paar Motoren hergestellt. Es geht. Ich könnte jetzt nochmal anzerren lassen, aber warten wir mal. So, was haben wir noch? Hier geht es eigentlich ganz gut. Ich habe noch genug Greifarme. Ich habe noch genug Bänder von allem. Das ist in Ordnung. Ich wollte eventuell mal hier unten nochmal aktivieren, die Rohrproduktion. Weil auch die ist ja nur teilaktiviert, ne? Nicht immer. Kunststoff... Ja, stapelt sich langsam. Also erstmal der Flüssige, bevor ich wieder den Auftrag gebe, dann komplett durchzumachen. Ne? So, mach ihr mal wieder bis auf 1K sowas. Passt schon. Gut, hier habe ich genug Eisen. Ich habe dann jetzt genug von dem Tekkanic Sainz. Ich habe das und das und das. Schön. So, für den Mordlin würde mir jetzt nur der Basismaschinenrahmen fehlen, den ich gerade herstelle. Dorota als Structure Element habe ich auch dabei. Verstärktes Getriebe habe ich auch dabei. So, Munition, dafür habe ich auch schon ein bisschen hergestellt. Auch das will ich herstellen. Die ersten Yooki-Platinen, Schaltungen, ja, wie auch immer man dazu sagen soll. Ne? Wie heißt denn das im Original? Schaltung. Also das sind halt Yooki-Schaltungen hier. Ne? Yooki-Prozessoren, so ungefähr. Was ganz geil ist, was ich eigentlich ganz gerne hätte, wären hier die viel besseren Strommasten. Die sind natürlich richtig geil. Kabelreichweite wie ein großer Strommast. Ja, na, sogar größer. Und Verteilermodus. Ja, Versorgungsbereich. 32x32, das ist wie im Standardspiel ein Akku. Ja. Ein Trafo, der den Akku lädt. Kenne ich eigentlich schon Transformatoren? Logistikbereich Schnittstelle? Nee, das ist was anderes. Das ist Quatsch. Logistik, muss hier rein. Kenne ich schon die ersten Trafos? Nee, kenne ich noch nicht. Wow, hä, echt nicht? Ja, schwimmender Strommast, das ist das mit den Schiffen. Ja, wie gesagt, das ist im Prinzip ist es nichts weiter als eine Zugstrecke, aber ist okay. Ist eine Zugstrecke auf dem Wasser, ist auch ganz witzig. Ich kenne es tatsächlich noch nicht. Hä, echt jetzt? Komisch. Wo versteckt sich denn jetzt dann die andere Stromscheiße. Sodium Hydroxid Solution. Das brauche ich wahrscheinlich dann noch für irgendwas. Oder brauche ich das dann einfach nur, um da was... Keine Ahnung. Na, im Moment sieht man da nichts weiter, dass man das noch für irgendwas bräuchte. Vielleicht brauche ich es später für irgendeine Forschung. Hier ist... Ah, Stromnetz 2. Das könnte sein. Genau, da kommt nämlich das Umspannwerk. Das meine ich. Trafo-Umspannwerk, ihr wisst, ne? Und das hat nur einen Versorgungsbereich von 18x18. Das andere hat das Doppelte. Ja, also das ist geil. Das passt schon. So, gut. Dann stoppt ihr hier bitte wieder. So,
So, wo ist jetzt das Rohr? Ach, ein bisschen Rohr können wir mitnehmen, oder? Nee, warum? Brauchen wir nicht. Weitermachen. So, wieder einsteigen, zurückfahren. Es stapelt sich langsam, es baut sich was auf, aber es ist halt echt langsam. Es ist nicht gut. Ich kriege hier nichts Effektives hin. Ich muss jetzt nur gucken, eben, dass ich langsam der Aliens Herr werde, die bei mir zu nah dran sind. Und dann eben da wirklich eine dauerhafte Verteidigung hinstelle. Wenn also neue Aliens spawnen wird, kriegen sie ja gleich aufs Maul. Das wäre wichtig. Und darum kümmern wir uns heute. Bisschen Türme bauen, bisschen Munition herstellen. Ja, da bin ich gegengefahren, gegen den Miner. Das waren keine Aliens, das war ich. Aussteigen. So, okay, hier würde ich jetzt Stopp machen mit dem aufgebrochenen Zeug, mit dem angereicherten Staub. Ist genug. Dankeschön. Dankeschön. So, mach den hier rein. Ach nee, mach den nicht hier rein. Okay, passt. So, du machst jetzt aber Schluss hier. Oi. So, okay. So, da haben wir auch hier wieder einiges. Oh ja, sogar sehr viel von dem orangenen Material. Das können wir dann aber gut gebrauchen. So, hier haben wir den Basismaschinenrahmen jetzt. Leider nur 55 Stück. Woran scheitert? Ach so, na klar, am Motor. Also kann ich maximal 55 solche Türme bauen. Weil die brauchen den Basismaschinenrahmen, diese Yoki-Türme, ja. Würde ich jetzt aber nicht alle zu dem Mordlin machen, sondern nur ein paar. Brauche ich noch irgendwo, wo es gut wäre? Na, das sind Minen. Da kriege ich sogar irgendwelche Signs wieder, ne? Irgendwelche lustigen Atomic Trade Signs. Da kommen ja dann diese Tekanic Signs und sowas auch her, ne? Das ganze Zeug. Ja, okay. Ne, gut. Nächste Fabrik. Da würde ich ja dann aber die Motoren selber herstellen, reinstellen. So, und zwar möchte ich da bauen diesen Mord, nicht Broodman, sondern Mordlin. So, dann nehmen wir die Hälfte der Motoren. So, und dann machen wir uns hier, nein, Alter. So, dann brauchst du das Durotal Structure Element, glaube ich. Jawohl, du brauchst verstärktes Getriebe. So. Jeweils einmal, glaube ich nur, ne? Ah, drei. Oh, das wird nicht viel. Und Tekanic Science, da brauchst du nur eins. Die stecke ich dir so rein oder so. So. Okay. So, dann kannst du das da raus tun. So. Zack, zack. Viel Spaß, leg los. Jetzt machst du mir diesen Turm. Okay. Es fehlt halt an einem Structure Element. Vielleicht wäre es eine Idee, den schnellen Greifarm reinzumachen sogar. Aber ist eigentlich auch egal. Gut, machst du erstmal Türme. Weiter geht's. Wir fahren rüber zu der Verarbeitung von dem anderen Eisen und so. Kommt da drüben eigentlich was an? Ja, sieht so aus. Ach, ich glaube, ich weiß jetzt, wo ich die an... Ha! Ich verbläue das gereinigte Wasser drüben dauerhaft jetzt. Bei meiner Jevolit-Verarbeitung. Weil ich es nicht wegkriege. Und ich glaube, da ist auch mein... Ja, da ist die Kläranlage. Oh, ich habe irgendeinen Baumzahn gefahren. Na, solange ich nur einen Baum- oder Steinzahn fahre und nicht meinen Strommast, ist alles gut. Weiter geht's. So. Und dann werden wir auch Schluss machen, weil da muss ich mich langsam anziehen. Schönes Trikot, ein paar Schals, passt schon. Vielleicht habe ich ja Unrecht. Und wir schaffen heute was. Aber wie gesagt, naja, ich habe Zweifel. So. Und dann haben wir hier nämlich die weitere Verarbeitung hier. Oh, hier ist kein Brennstoff mehr drin. Ach so, habe ich noch gar nicht rein. So wird ein Schuh draus. Aha, ja gut. Ach, jetzt weiß ich, was ich mir holen wollte. Haha, Brennstoff, den habe ich natürlich vergessen. Ja, da wird also der Geschossmantel hergestellt, ja, in dem Ding. So. Das heißt, du kriegst hier noch rein das. Und dann kriegst du zwei Ärmchen. So, bitteschön, mach mal. Und ich glaube, du machst sogar mehr da. Du machst 7-mal Geschossmantel aus. Einmal rein Kupfer und einmal UC-Pelle. Das ist in Ordnung. So, weitermachen. Hier mache ich eben das Wasser. Das reinige ich einfach. Trockne ich einfach das verschmutzte Wasser. Dann habe ich hier den kontaminierten Matsch. Und daraus kann ich, glaube ich, eine Matschkugel machen. Genau, und die hat sogar einen Brennwert. Oder ich kann da irgendwas anderes noch draus machen. Ich glaube, ich kann das sogar noch... Nee, aus Dreck kann ich den machen. Aber nee, das will ich nicht.
Dreck und Wasser, dann kann ich nach Kristallfragmenten suchen, das ist auch witzig. Das brauchen wir auf jeden Fall, aber das geht erst im Dreck. Und nach Dreck bohren kann ich hier mit dem Spezialbohrer. Da ist auch unendlich Dreck. Einfach nach Dreck. Einfach im Boden suchen nach Dreck. Das ist ganz witzig. Bretterproof Element bräuchte ich dafür. Stahlträger und Unikombi. Ja, haben wir wieder mein Problem, Stahl, ne? Gut, dann hätten wir das. So, und dann habe ich gesagt, mache ich die Krakon-Munition, weil die gefällt mir ganz gut. Aufgebrochenes FC, Geschossmantel und reines Eisen. Gut. Reines Eisen hätte ich hier ein bisschen was. So. Und aufgebrochenes FC möchtest du dafür haben. So, nun, wo stellen wir das her? Die Krakon? Ganz normal in der Fabrik. Nicht einen Brecher oder irgendwas, sondern eine Fabrik. Okay. Zack. Zack. Oh, ich habe schon wieder keine Kisten mehr. Das heißt, ich habe schon, aber ich möchte immer mehr haben. Eins, zwei, drei. So, und dann stellen wir dir nämlich gleich den Auftrag, ein Krakon-Munition herzustellen. So, erstmal hat die. Yoki. Erstmal hat den Vorteil, das sind 50er-Magazingrößen. Die normale Munition hat, glaube ich, 10 oder so, ne? Ja. Die hätte eben 50 und sie hat eben auch einen höheren Schaden. Klar. So. Oh, da kriege ich sogar noch mehr. Da kriege ich noch was raus. Na gut, mach mal. Viel Spaß. So, jetzt machen wir also die Munition, stellen wir auch her. Passt. Du kriegst es heute noch hin oder was? Ach so, du machst ja erst einmal alles voll. Das ist ja das Problem. Genau. Naja. So, jetzt geht's los. Und was ist das andere? Das muss ich mir jetzt anschauen, was das dann ist. So. Gut. Haben wir Turmproduktion? Wir haben Krakon-Munition. Wir können also demnächst mal Aliens beseitigen, die zu krass sind. Ups. Ah ja, das sieht ja interessant aus. Ich sehe hier was, obwohl ich da gar nicht bin und da sehe ich auch was. Okay. Oder sehe ich da einfach die nächste Fabrik? Nee, kann ja. Was ist das hier? Merchant sein. Ah, das kann. Ich glaube, es gibt später noch. Every selling gives you a better reputation as trusted partner. Genau, ich glaube, da gibt es nämlich später einen Markt mit weiterer Forschung, wo ich das Merchant sein handeln kann gegen irgendwas anderes. Ja, da gibt es dann irgendwie so Gateways oder so. Das wird noch richtig cool. Also, Yooki ist witzig, das fetzt. Ist auch verständlich von den Aufbauten her und könnte man besser bauen natürlich. Aber eben, was mich daran hindert, ist einfach dieses, dass ich erst aufbrechen muss und aufbrechen muss und aufbrechen muss vom Angel-Ressourcen. Ne? Das ist halt einfach das Problem, was mir hier gerade ein bisschen das Genick bricht. Gut, ja, hier haben wir eben die Reinigung und genau da ist nämlich das andere hingekommen. Ich kläre jetzt einfach das ganze Wasser weg. Stickstoff, das mineralisierte Wasser brauche ich sowieso nicht, weil ich eben das schon drüben habe und da habe dann ja die Algen draus gemacht. Und hier habe ich dann das andere, das gereinigte Wasser, was ich auch nicht brauche. Hauptsache, der Scheiß kommt weg, damit hier drüben weiter produziert werden kann, ne? Damit hier sich hier nichts allzu lange sammelt. So, weiter geht's. Die Algen machen im Moment meine Kohlendioxidproduktion ziemlich in Arsch, leider. Da muss ich ab und zu mal nochmal nachschauen. Das heißt demnächst wahrscheinlich nochmal. Am besten jetzt. Weil, wenn der Tank voll ist, wird ja nichts mehr nachproduziert, aber die brauchen ständig. Ja. Also die stacken relativ hoch. Natürlich auch durch Config Plus, klar. Okay, also wir haben im Prinzip alle im Moment wichtigen Ressourcen. Was mir jetzt noch fehlt als ja, ich will sagen spätere Hauptressource, das wäre Silber. Weil Messing könnte ich jetzt machen. Ich habe ja Zink. Zink und Kupfer zusammen gibt Messing. Ja. Wohingegen ja Zinn und Kupfer zusammen Bronze gibt. Auch das haben wir ja. Wobei ich ja die Variante genommen habe, wo ich auch noch Nickel für brauche. Macht aber nichts. So. Ich habe also hier schon auch hochgestapelt. Was habe ich denn hier drin? Hier ist geschmolzene Nickel drin, das ist voll. Dann habe ich hier oben, das Eisen ist weggetan, das ist schon auf dem Weg zum Bus. Dann habe ich hier Molten Bronze. Hier rein würde dann Gunmetal kommen, ne? Also die für Hülsen, für Patronenhülsen vom Bob. Da war aber noch was. Ach nee, das geht hier oben dann weg, genau. Kupfer und eben Zink, um dann herzustellen Messing.
Und dann kann ich dann also demnächst, sobald mein Stahl- und Kunststoffproblem gelöst ist, kann ich definitiv voll loslegen, was ganz nett ist. Ja. So, wir haben jetzt hier die ersten Mordlin-Türme. Woran fehlt es jetzt? An Dorotal Structure Element. Ich hätte noch was davon, aber ich will jetzt mal vorsichtig sein. Okay, ich habe hier ein paar davon. Das ist doch ganz schön. Und ich bin mir fast sicher, wenn ich den jetzt hier aufstelle, dreht er sich sofort nach Norden. Ach so, sehen wir jetzt nicht. Ja, nach Süden dreht er sich nicht. Also hat er doch eine gewisse. Ja, gut, okay. Dann stimmt das da unten aber nicht. Dann ist da wahrscheinlich nichts mehr. Weil sonst würde er sich hindrehen. Wenn er 420er Reichweite hat. Ja, also dann würde der sich da hindrehen. Ne? Okay, aber passt. Also der ist ganz witzig. Mit dem werden wir nächstes Mal ein bisschen arbeiten. Und zur Verteidigung reichen ja dann die normalen hier, die Geschütztürme. Oder vielleicht im Idealfall die Geschützturm 2, wo ich auch schon ein paar habe. Die Munition spare ich mir noch, die panzerbrechende. Wobei ich auch damit nicht mehr lange sparen kann, weil ich die Aliens jetzt echt mal langsam wegklatschen muss. Ich sage hier danke fürs Zuschauen. Wir stellen hier okay Munition und Türme her. Gerne Like oder Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Part. Nachdem ich ein paar Aliens weggeklatscht habe und hoffentlich dann endlich genug Kunststoff habe, um die erweiterten Schaltungen herzustellen. Hier brauche ich keinen Kunststoff, aber halt hier. Der Transistor ist mein Problem. Alles andere hätte ich ja, aber den Scheiß-Transistor brauche ich. Bis dahin. Ja, hier ist aber schon gut Reserve drin. Schön.